Hallo und willkommen zu einer neuen Folge SpongeBob SquarePants Schlacht um Bikini Bottom mit mir hier Craft AK Max AK. Heute ohne jemanden, weil ich wieder alleine bin und weil wir SpongeBob aufnehmen, Leute. Und als erstes, Leute, oh, hier ist ein Kino. Kann ich Ihnen helfen? Ich habe keine Tickets. Auf jeden Fall gehen wir erstmal hier den Traum von SpongeBob machen, bevor wir das Land von, ich glaube, der hieß nochmal. Wie hieß der denn? Ich habe vorhin noch über den geredet. Ey, auf ohne Joke, ich habe vorhin noch mit Justin über den geredet. Der fliegende Holländer. Dann gehen wir in das Land hier auf dem Friedhof vom fliegenden Holländer. Und dann ins Camp, also vorher ins Camp dann. Aber erstmal machen wir den Traum hier, Leute. Weil SpongeBob ist müde und der möchte mal ein bisschen schlafen. Einfach nur ein bisschen schlafen. Versteht ihr, wie ich meine? So, guck mal, er schläft jetzt schön in Ruhe. Jetzt machen wir erstmal Pause. Und jetzt müssen wir erstmal gar nichts mehr machen, sondern uns schön in Ruhe schlafen und nie wieder irgendwas heute tun. Mit dem Schlaf kommen die Träume. Welches Unheil ist in diesem subaquatischen und schlafwandelnden Reich zu finden? Traumblasen? Ich bin von Traumblasen umgeben. Was das wohl zu bedeuten hat? Gary, was machst du hier? Wow. Ach so, ich träume. Na, dann werde ich mir als erstes mal einen Oberlippenbart erträumen. Au! Danke, Gary. Damit sehe ich verruchter aus, oder? Mau! Noch mehr Aufgaben? Naja, ich könnte noch ein paar goldene Pfannenwender gebrauchen. Aber wo soll ich anfangen? Mau! Du meinst, in jeder Traumblase gibt es einen goldenen Pfannenwender? Mau! Ich bin bereit! Ja, Gary, ich bin vorsichtig. Okay, Gary sagt so. Das hier kenne ich noch. Da war immer dieser Roboter, da konnte immer so komisches Öl schießen und das war so nervig. Ich hoffe, ich kann ihn jetzt so killen. Ich weiß nicht, ob wir alle Dinger machen können, Leute. By the way, mein Internet geht immer noch nicht, Leute. Ich bin immer noch internetlos. Also quasi, wenn ihr die Folge seht, immer noch über Datenvolumen, Leute. Ach ey, das ist so nervig, ne, wenn ich ehrlich bin. Uhu. Ey, ich hoffe, ich verkacke jetzt hier nicht. Okay, hier oben. Ich habe da oben gesehen, ist ein Pfannenwender. Okay, ein Ball. Der rollt da runter. Anschieben. Jetzt habe ich ihn. Nicht runterfallen. Oh, nicht runterfallen. Oh, okay. Wir haben den Pfannenwender, Leute. Da drüben ist auch einer, aber da kommen wir jetzt gerade nicht hin. Wir müssen, glaube ich, erstmal die Dinger hier spielen. Hier die ganzen Träume. Aber hier ist eine Rutsche. Aber wir nehmen eine Abkürzung, Leute. Ich kenne hier eine Abkürzung. Das war's schon. Jetzt müssen wir hier glänzende Objekte geben, um das Level spielen zu können. Na, mal schauen, Leute. Mal schauen. Das kriegen wir hin, Leute. Oho. Eine Rennbahn? Okay. Ich glaube, das sah aus wie Sandys Traum. Dann müssen wir da SpongeBob fahren? Wow. Nee, Sandy. Dein Traum ist riesig. Alles in Texas ist groß. Sogar Träume. Dann bist du genau die richtige Person, um den Pfannenwender auf dieser goldenen Eiche zu erreichen. Mein Traum, meine Regeln. Ich besorge diesen Pfannenwender schneller, als ein texanischer Hase einen vierspurigen Highway überquert. Okay, Leute. Wir müssen die Kiste aufmachen. Kann man da jetzt irgendwie was machen? Es geht doch nichts über Seilsport, um in Schwung cool. zu kommen. Okay, es hat so... Jetzt. Oh Gott, es leckt gerade. Es hat gerade geleckt. Habt ihr es gesehen? Okay, doch, wir können rutschen. Nee, 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 nee. Wir können hier sogar dieses Ding hier machen? Lul. Okay. Manchmal war das safe. Oh nein. Manche Dinger kenne ich noch. Oh, die sind richtig schwierig. Also wenn es manchmal lag, Leute, sollte Leute nicht wundern. Das ist normal. Oh, diese Geräusche, ne? So unerträglich, hey. Warte mal. Oh. Oh, hier ist so ein Ding. Warte mal. Kann ich hier nochmal welche ausgeben? Ja. Jetzt habe ich aber keine mehr. Wer packt denn Herausforderungen in seine eigenen Träume? Eichhörnchen.
Wir sind ebenso hart. Oh, du musst schon sehr hart sein, um diese Abfolge von Schwüngen zu schaffen. Das könnte ich sogar im Schlaf. Du schläfst ja auch. Wie ich schon sagte. Im Schlaf. Wenn du weit genug kommst, wartet da draußen ein goldener Pfannenwender auf dich. Das werde ich so fix machen, dass dein Kopf schneller rotiert als eine Krötenechse auf einem Karussell. Warum kann ich nicht einmal einen normalen Traum über die Weltherrschaft träumen? Ja, das dachte ich mir auch gerade. Und... Jetzt müssen wir fliegen, fliegen. Und... Hui! Und hui! Und hui! Und... Okay. Ey. Au! Und so. Jetzt kriege ich einen Pfannenwender kommen, Leute. Ey, es ist. Leute, ich verstehe trotzdem nicht, warum mein Internet immer noch nicht geht, Leute. Heute am Dienstag. Und es geht immer noch nicht, Leute. By the way, ist egal, Leute, aber die Folge kommt. Ich mache trotzdem für euch Videos. Ihr seht, es kommen trotzdem Videos. Zwar nicht so ultra lange, aber es kommen Videos. Das muss man schon bedenken. Jetzt muss ich hier die ganzen. Und darauf da. Jetzt muss ich hier die ganzen glänzenden Objekte, weil sonst kommen wir ins nächste Level nicht rein, sammeln. Kann man jetzt nochmal bei Plankton reden? Okay, schon besser. Ach, all dieser wunderschöne Irrsinn verschwendet an ein paar hirnlose Blechdosen. Okay, das. Ich dachte, es kommt vielleicht nochmal so. Hey, ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst, aber. Anscheinend interessiert sich Plankton nicht so dafür. Neo. Kann ich hier außen hin? So. So und so rette ich mich, Leute. So rettet man sich. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Kann man hier außen rumfahren? Ja. Und hoch. Da oben ist so ein Ding. Ja, wir müssen hier Power kaputt machen, Leute. Oh, hier ist eine Socke. Wir brauchen nämlich noch Power. Ja, musst du. Red nicht so viel, ich will auch mal reden, Sandy. Oh, da sind Kühe. Ne, ich will hier nicht alle töten, aber manche Dinger brauchen wir, um das ins nächste Level zu kommen, Leute. Deswegen müssen wir ein paar von diesen glänzenden Objekten mitnehmen. Weil schießen die Kühe rein. Alter. Oh Gott. Lol. Ey. So, jetzt haben wir es. Jetzt können wir die Socke holen. Ich dachte jetzt gerade, man kriegt vielleicht noch einen Pfannenwender. Aber ich glaube nicht. Okay, Leute, dann gehen wir jetzt weiter und... Wupp. Abzurutschen. Ich habe richtig Angst runterzufallen, Leute, ne? Das ist richtig Panik gerade, Alter. Okay, Leute, wir kriegen es hin. Wir haben auch fast wieder... Viele glänzende Objekte, wir brauchen echt viele Leute. Wir wollen ja auch noch die anderen Level spielen von Patrick, Thaddeus und so. Hilfe. Jetzt geht's in den Kopf hier oder was? Okay. Okay, Leute, jetzt. Oh, hier ist Kacke drin. Wie in den Kopf von Justin. Spaß. Ey. Ich konnte einfach stehen bleiben da oben. Lul. Ob wir 2000 noch voll kriegen? Ich glaube nicht, Leute. Ich hoffe, wir kriegen dann. Können dann noch ein bisschen glänzende Objekte machen. Weil ich brauche nämlich noch ein paar. Boah. Da wollte die Kuh mich abschießen. Habt ihr das gesehen? Da vorne ist das Ding. Triff, Junge. Jetzt zum Pfannenwender. Ja. Ja. Leute, wir haben es geschafft. Ob wir nochmal zu Larry gehen können? Okay, ich dachte gerade tatsächlich, wir kriegen jetzt irgendwie so, hey, cool, dass du es geschafft hast, aber anscheinend nicht.
Jetzt können wir SpongeBob nehmen und... Ah, um da hochzukommen, okay. So. Sonst kommen wir da nicht hoch, Leute. Und... So, jetzt können wir raus. Exit. Das heißt quasi sowas wie verlassen. Ich weiß, Leute. Ihr wisst das, aber ich will es trotzdem sagen, dass ich mich einmal schlau fühle. Draußen ist ganz laut. Bitte nicht. Da oben ist... Und... So. Okay, perfekt. Ja, er ist gestorben. Okay, wie mache ich das jetzt? Man muss jetzt hier drauf springen, oder was? Ich hab doch nicht. Ich hab doch. Ich bin auf den. Das war sowas von unfair. Okay. Nein! Oh. Mann, ich will aber den Pfannenwender haben. Warte mal. Ich hoffe, das ist ein richtiger. Oh. Okay, jetzt habe ich ihn. Leute, jetzt haben wir 58 goldene Pfannenwender. Jetzt können wir doch bei Thaddäus Traum rein, weil da brauchen wir nur 1000. Ja, dann müssen wir trotzdem welche sammeln. Okay, Leute. Jetzt kommt. Halte die Ohren zu. Mr. Krabs, was machen Sie denn in Thaddäus Traum? Es sind harte Zeiten, Minion. Oder zumindest fühlt es sich so an. Meinst du, du kannst es über dieses Notenblatt zum goldenen Pfannenwender auf Thaddäus großer Nase schaffen? Keine Sorge, Mr. Krabs. Für diese Herausforderung hole ich mir eine tolle Note. Viel Glück, Minion. Wenn du da ankommst, dann weggehen. Mir geht das Aspirin aus. Okay, das fand ich jetzt cool. Das habe ich jetzt gefühlt. Das war voll in Ordnung. Dieser Spruch, den habe ich jetzt richtig gefühlt. Okay. Diese Noten kann ich dann jetzt also springen. Kann ich hier abkürzen? Ja. Ey, oh Leute, ey, ne? Oder? Oh nein. Fallen die runter? Ja. Okay, wenn ich drauf knalle. Okay, Leute. Das muss jetzt auf Speedrun-mäßig sein. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, wenn ich ehrlich bin, dass ich nicht verkacke. Okay. Okay, das ist einfach, finde ich. Okay. Okay, nächstes. Okay. Okay, das ist ein bisschen zu weit weg. So. Alter! Wie weit wollen die Sprünge weg sein? Die Sprünge so, ja, Alter. Auf jeden Fall gebe ich mein Bestes, trotz ohne Internet-Videos zu bringen, Leute. Und ich hoffe, ihr freut euch ihr freut euch trotzdem, weil ich weiß, es sind zwar nicht lange Videos, aber es kommen welche. Die heutige Folge wird wahrscheinlich lang sein, hoffe ich. Hui, hui. Oh nein. Nein! Oh, ich war so weit. Nein! Mann! Okay, Leute. Ey, das kann's nicht sein. Du Arsch! Okay. Warten. Warten, Leute. Okay. Okay. So. Okay. Okay. Und jetzt springen. New. 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 Bang. 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 Und rüber. Oh. 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 Okay. Okay, Leute. Oh ne. Was ist das denn für ein Sprung, Digga? Oh. Alter, war der heftig. Ich hab mich schon runterfallen sehen, wenn ich ehrlich bin. Okay, geschafft. Leute, wir müssen das schaffen, okay, Leute? Für die Hero Army und so, okay?
der muss ein bisschen rüber. Oh, Alter! Der hätte mich fast fallen lassen. Okay. Ey, wir haben es echt nicht weit. Wenn ich jetzt runterfalle, bin ich echt sauer. Okay. Das kann man eigentlich gar nicht mehr verkacken. Aber wenn ich das verkacke, bin ich sauer. Oh, Max. So, und wir haben es geschafft. Funwender. Okay, Leute. Wir haben es geschafft. Ey, meine Hände fangen schon an zu schwitzen. Hilf mir. Können wir nochmal mit Mr. Krabs reden? Gut gemacht. Dann lass uns jetzt den Anker lichten und davon segeln. Okay, Leute. Dann würde ich meinen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, dass ihr kein Video verpasst. Schaut in die Videobeschreibung, da ist alles verlinkt, Leute. Und in der nächsten Folge machen wir dann hier weiter. Und dann gehen wir darüber zu Mr. Krabs, großen Krabbel in dem Sinne. Haut rein, bis dann und ciao. Leute!